herzlich willkommen zu einem neuen Test von mir. Heute mal die Vorstellung beim Zünden bzw. vorm Zünden, weil ich jetzt schon unterwegs bin und daheim habe ich leider vergessen, das in Ruhe abzufilmen, aber ich denke mal, das ist kein Problem. Ihr seht jetzt die Double Bomber, das ist eine Knallkette. Ich glaube, das sind kleine Lady Cracker, dieser Knallen. Man sieht hier diese Schnur entlang, man sieht auf diversen Videos anderen schon, dass das sind so Leuchtkugeln rausfallen. Ich habe die jetzt schon aufgehängt, das ist ziemlich lang. Das ganze gute Stück hat eine Gesamt-NEM von 80,5 Gramm, also ist schon relativ viel. Gibt nicht mehr zu sagen, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Angucken. Also ganz ehrlich, das Teil war echt saulaut. Ich bin hier in der Nähe von einem Gasthof in dem Wald. Ich hoffe mal, dass die da nicht so viel mitgekriegt haben. Hier sieht man noch die ganzen Plastikstücke brennen, das machen wir mal schön raus. Also hat ordentlich Müll gemacht, ihr seht das jetzt leider nicht. Kann auch leider auch gerade das Handy nicht rausholen, Lichter machen. Ich hoffe, euch hat der Test gefallen. Mir gefällt das Teil übelst gut. Sehen wir uns gleich zum Fazit wieder. So, jetzt noch ein richtiges Fazit zu der Double Bomber Knallkette von Leslie. Wie schon vorhin gesagt, das Ding macht übelst viel Spaß und Dreck. Die Leuchtkugeln runden das Ganze ein bisschen ab für mich, weil ich das, ja, es ist einfach nicht nur Crackling, das am Boden fällt, sondern auch die Leuchtkugeln eben dazu. Es gibt aber eine bedingte Kaufempfehlung, denn das Ding kostet 57 und für 57 kann ich mir eine Menge anderes Zeug kaufen. Im zum Beispiel Cut 1-Bereich von Leslie und das 57 Jahr. Wäre es mir nochmal wert, aber auch nur einmal. Ihr müsst es selber entscheiden, ob ihr das ausgeben wollt, ob ihr euch das einmal zu Silvester holt. Einmal würde ich es ausgeben, ja. Dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende. Das war's mit dem Test und bis zum nächsten Mal.